Leute. Wir freuen uns extrem. Ihr habt die Namen gerade gehört. Auf meiner rechten Seite, zum ersten Mal im Festsaal Kreuzberg, macht Lärm für Josef Steinschleuder! Yeah! Und auf meiner linken Seite, ebenfalls zum ersten Mal hier im Kreis im Festsaal Kreuzberg, macht Lärm für Zeuge! Yeah! Steinschleuder hat entschieden, dass er anfangen will. Volle Konzentration, let's go! Ja, ja, ja. Ich guck so in den Spiegel und ich sag zu mir, Anton, du musst aufhören, irgendwelche Leute zu betteln. Das ist vollkommen scheiße. Du bist der Einzige, der das macht. Also hier zumindest, ne? Alle anderen betteln nach Standing, nach Antipathie oder wenn ihnen was Tolles einfällt. Und nur du bettelst einfach irgendwen. Das kann's doch nicht angehen. Dann krieg ich so eine Nachricht von Jamie. Mayhem, Zeuge, 600 Euro. Da schaue ich so in den Spiegel und statt meine Augen so zwei große Dollarzeichen. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass Zeuge und ich ja eigentlich Erzfeinde sind. Ja? Unser Konflikt ist einer der längsten und größten, die es im Battle Rap gibt. Bong, Taggy, Cynic, Nike, Staram, was dagegen ein Witz? Holmes, für 600 Euro geht unser Streit Generationen zurück. Und für diesen epischen Kampf hat Zeuge die Rundenzeit von 3 auf 3,5 Minuten erweitert. Und ich fand's okay, Alter, 10,5 Minuten Rap gegen mich, Digga, ich fühle mich geschmeichelt. Und Zeuge schreibt ja auf den Punch, ne, also mit wenig Setup. Und trotzdem hast du anscheinend so viel gegen mich, dass du die Rundenzeit verlängerst. Und ist okay, rap so viel du willst, ich bin mir sicher, es gibt genug. Erzähl mir gern, wer ich bin, aber wer zur Hölle bist du? Bremer, Sebastian, Ex-VBT-Rapper, war mal im Werder-Stadion, steht auf seinem WhatsApp-Profilbild mit ein paar älteren Leuten im weißen Hemd da. WhatsApp-Name, Movie. WhatsApp-Status, jeder zeigt, was er hat, aber niemand zeigt, was ihm fehlt. Früher hätte ich mich darüber lustig gemacht, aber jetzt weiß ich, du bist bei weitem nicht der einzige Battle-Rapper, bei dem sowas steht. Luke Sirius hat zu dir gesagt, er konnte sich nicht daran erinnern, dass er mit dir auf demselben Line-Up war. Und ich kann dir sagen, mir ging es ganz genauso, brah. Ich hatte dich nicht auf dem Schirm, obwohl ich deine Battles sah. Veranstalter schlagen dir Zeuge vor. Ich frag mich, wer war Zeuge denn nochmal? Es ist, als hätte ich einen Filmriss, wie nach zu viel selbstgemachtem Woddy. Und selbst wenn ich mich an deine Battles erinnern könnte, wär's wie bei Lyrico und Jotti. Das Einzige, an das ich mich erinnern kann, war die gegen DK. Und das habe ich gejudged. Und ich fand das Battle Müll. Ich hatte das Gefühl, zwei NPCs battlen, während ich in der Crowd ein Quest erfüll. Du hast gesagt, ich hoffe, ich bin gegen DK nicht so weit von meinem Style abgewichen. Nee, keine Sorge, es war dieselbe langweilige Scheiße wie immer. Es passt nicht zu meinem Charakter, den Zeigefinger zu heben. Ja, Bro, bloß nicht zu weit vom Charakter bewegen. Immerhin sind wir Actionfiguren, Wrestler, Dienstleister der Szene, die gefälligst ihren Charakter spielen sollen. Die Leute bezahlen schließlich für den Eintritt Knete. Und selbst wenn wir Charakter wären, überleg mal, welcher Charakter du wärst. Random norddeutscher Sebastian, Schild mit leerer Sprechblase an der Werft. Und selbst, als ich deinen vollen Namen rausgefunden habe, hat es mir auch nicht geholfen, du Trottel. Sebastian Rauf, du siehst seit 10 Jahren aus wie ein Jack and Jones Model. Digga. Alter. Hast du im Jahre 2004 den 8. Platz beim Schulcross belegt? Ha? Wurde dir 2015 0-16 von BTS Neustadt zerlegt? Ja? Ich hätte das gar nicht mal recherchieren müssen. Ich hätte es mir einfach ausdenken können. Das ist wirklich ein Witz. Aber jetzt verstehe ich, warum du früher so viele Generics gerappt hast, Digga. Du bist, was du kickst, Mann. Schöne erste Runde. Weiter geht's mit Zeuge. Ey, yo, hallo an Berlin. Die Leute sagen, bei Zeuge Battles gäbe es eine Lachkick-Garantie. Aber wenn du mich darauf beschränkst oder mich Komiker nennst, grenzt das fast an Blasphemie. Ey, yo, 7 Gegner kamen, ich hab sie allesamt besiegt und jeden mit meinem Text zerlegt. Und heute zerstöre ich dich. Ba, umba, 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 tetele. Aber keine Witze, Josef. Du Kasper-Mutation mit Asperger-Syndrom, denkst du fährst den Sieg heim sicher nicht. Halt dich mal nicht für cool, nur weil du neuerdings Triple Beat sein Rücken bist. Ey, wie du da hinter seinem Kopf vorbeischaust, war schon niedlich zu beäugen. Triple Beat und die Schleuder. Sah für mich eher aus wie das Cover von Ziemlich Beste Freunde. Nur, dass beide behindert sind.
Und Josef, ich bitte dich, deine Stimme, Kermit Sound. Dein Aussehen, Körperklaus. Ich schaue mir deine Runden an und denke, ach ja, die neue Staffel Jerks ist raus. Aber du bist schon gefährlich. Ne, ernsthaft, nehmt euch vor dem Typen in Acht. Also ja, du bist zwar nicht wie ein Hühne gewachsen, eher so ein Schnittlauchwesen. Ja, vermutlich wollten früher im Block die Laternen in dich austreten. Aber sonst bist du wirklich sehr... Ja, okay, du hast Dioptrienstärke 8, denkst deshalb, dein Spiegelbild ähnelt Affen. Aber sonst bist du wirklich... Ja, okay, müde betrachtet, tut man das auch mit guten Augen. Und ja, du wurdest vermutlich auch im Alter 7 bis 8 bei deinem Schülerlotsenjob mit deiner eigenen vorsichtig fahrenden Kelle von den Rüpeln geklatscht. Aber sonst bist du wirklich sehr krass. Denn Josef studiert Telepathie um psychische Macht. Du stellst dann echt auf eine Nervenprobe. Wie muss man sich das vorstellen, du Vogel? Hochschule zum Tempelbogen. Josef betritt die Klasse mit Helm und Robe, die Hände oben am Kopf und die Tasche kommt hinterhergeflogen. Dann dein Frühstück, dann deine Hose. Ja, wirklich schade für dich. Alles fliegt dir hinterher, deine Parts leider nicht. Also sag an, hast du die heute drauf, du Horst? Oder hast du die wieder outgesourced? Ich meine, wenn du 32 Mal schnippst, kann die auch die Crowd performen. Denn Josef, die einzige übernatürliche Fähigkeit, die du je besessen hast, ist, dass deine Pausenbrote verschwinden, ohne dass du sie gegessen hast. Und du hältst dich mit deiner psychischen Macht gegen Tobi Hai für den Auserwählten, aber verlierst das Battle, obwohl der eine Runde nur über sein Outing redet und in Runde 1 und 2 dann choked. Wo war da dein Mind-Control, du hohle Nutte? Und ja, ich habe gegen dich gewotet, denn bei mir wirkt dein Geister-Hokus-Pokus null. Und wo wir gerade dabei sind, Josef, ich muss dir leider was exposen, Junge. Ich war der Professor, bei dem du im dritten Semester zweimal wiederholen musstest. Und weißt du auch warum? Weil du ein scheiß Abschreiber bist. Das ist ein Fakt und kein Witz, du Spasti, du trittst die Szene mit Füßen, ohne dass du es merkst. Ich nehme deine Art von der Kultur nicht ernst, Dr. Anton Josef zu Gutenberg. Fängt da an, Texte zu recyceln. Ey, ich war in der Vorbereitung echt nicht zu beneiden. Im Endeffekt wusste ich nicht, soll ich mich auf dich oder auf Caches vorbereiten. Ey, wieso hat man mir im Vorfeld nicht erzählt? Ganze Parts zu klauen ist mittlerweile schon okay? Ich hätte doch sonst die heftigsten Fronts deiner letzten Gegner geformt zu einer Best-of-Compilation. Hättest du irgendwann. Ja. Du fändst das ganz witzig. Ja. Aber du hast nicht ganz begriffen. Ich fänd's sehr witzig. Aber du hast nicht ganz begriffen, wenn ich in den Kreis step, geht's um meine Leistung und ich wollte dann doch lieber was Vernünftiges kicken. Theater spacken. Einfach ein Skript nehmen und fertig. Wie ihr euch vorstellen könnt, arrangiere ich mich damit als Hip-Hop-Head eher schwerlich. Ich habe mir sogar extra eine Snapback aufgesetzt, damit jeder direkt checkt, wer hier wer ist. Aber von mir aus denken wir uns alle was aus und sorgen mit Fake-Tatsachen für Rufmord. Du lungerst vor Hörsälen und stellst dich dort Mädels mit ausgedachten Namen und Beruf vor. So von wegen, hallo, ich bin Josef Steinschleuder, studiere Bauphysik und gebe dir Nachhilfe als Tutor. Und sagen wir, so bist du auf deinen Namen gekommen. Ja, bevor mich nachher in der Bar danach, wer danach fragt, die Geschichte mit dem Namen war ein Spaß. Also, dass die ausgedacht ist, denn die ist tatsächlich wahr. Ja. Ich gab mir dann ein Interview auf CouchFM. CouchFM? Ja, komm. Ich habe deine Battles gesehen, dein Tape gehört, dein Buch gelesen, du Mistkäfer. Du denkst, du hast einen goldenen Füllfeder, aber Wort 1 auf Seite 20, Tippfehler. Ich hab dich studiert und in Runde 2 lade ich euch alle ein zu unserem Samstag-Club. Dort beschäftigen wir uns als Anfangspunkt mit der Frage, ist das Wack oder kann das Kunst? Nein. Yes, mach mal! Schön, das war erste Runde, weiter geht's. Yo, ich rappe so lange, bis du müde wirst. Den Tippfehler habe ich extra dahin gemacht, damit dein Cholesterin steigt und du früher stirbst. Ja. Also, pass auf. Du battlest seit fast 5 Jahren oder so, ne? Und trotzdem bin ich der erste größere Gegner, der dich battelt. Soll ich dir mal sagen, woran das liegt? Das liegt daran, dass du keine Angriffsfläche hast und jeder größere Gegner checkt es. Du bist der absolute Albtraumgegner. Ganz okay Punchlines und null Charakter. Keine Ecken, Kanten, Besonderheiten, Beefs, History, einfach gar nichts. Und auf den ersten Blick scheint das ein Vorteil zu sein. Und auch gegen mich gewinnst du heute vielleicht. Und es wäre okay. Es wäre okay, wenn du mich heute besiegst. Denn selbst wenn du die Schlacht gewinnst, gewinnst du niemals den Krieg. Erstens werden größere Gegner dich eher meiden, weil sie wissen, gegen dich ist kein geiles persönliches Battle zu schreiben. Das heißt, interessante Zeuge-Battles werden deine Seltenheit bleiben. Du willst vielleicht
Du willst vielleicht die großen Fische, aber kriegst nur die kleinen. Mehrere Battle-Rapper sagten zu mir in der Vorbereitung, dass sie kriegen dich nicht zu greifen. Und wenn es für die Battle-Rapper gilt, gilt das genauso für die Fans. Deinen Siegen und Niederlagen fehlt die Dramatik, diese gewisse Brisanz, die ein Battle erst geil werden lässt. Ohne diese Spannung wirst du niemals richtig fallen, aber auch nie richtig fliegen. Du wirst für immer in diesem lauwarmen Zwischenbereich existieren. Und du bist Profil und charakterlos. Ich kann mir vorstellen, das ist bequem. Wenn du ein richtiger Rapper wärst, dann wärst du... Ach, ich werde ihn gar nicht erst erwähnen, Alter. Ich meine, ich finde, Battle Rap wurde langweiliger. Ja, und manchmal denke ich mir, vielleicht bietet dieser Kreis Mittelmäßigkeit Zuflucht. Und dann denke ich mir, vielleicht bist du ein düsterer Blick in unsere Zukunft. Wobei es schon Newcomer gibt, die ich nice finde. Die Titel-Contender dagegen lassen mich eher kühl wie eine Eisdiele. Ich meine, früher hat mich das mega gestört, weißt du, dass Normalität und Berechenbarkeit für manche Leute wie Drogen sind. Heute ist es mir das scheißegal. Ich rap, was ich will, krieg mein Geld und geh mit Kid Soulja Karaoke singen. Der Unterschied in der Angriffsfläche könnte dieses Match hier entscheiden. Aber glaub mal, bei gleichen Voraussetzungen bist du nicht der bessere Battleboy, Basti. Du hast auf Facebook Fotos im Anzug, Fotos mit Snapback auf irgendwelchen Festivals, wo du aussiehst wie jeder Fan von SDP oder Kraftklub. Und es ist nicht schlimm, normal zu sein. Wirklich nicht. Fürs echte Leben ist das super. Aber wir sind hier auf der Bühne, also frage ich mich, was du mir erzählen willst, Bruder. Wow. Ja, ich mach mal. Das war meine typische Steini-Runde. No reaction. Weiter geht's. Ist das Kunst? Wenn man dich fragt, wer, wenn nicht du? Zum Sterben zu gut, bei Anton zu Hause herrscht mehr Selbstbeweihräucherung als in Flair-Interviews. Du stehst vorm Spiegel und sagst dir, Junge, du bist smart. Also du bist wirklich unfassbar begabt. Fast ein Wunder deiner Art. Anton Aretibilov, du hast ja sogar Kunst in deinem Namen. Du bist anders als die anderen, immer gegen den Strom. Ein bisschen bekloppt im Kopf, ich mein Meta und so. Wer weiß das? Der Weisheitsletzter Schluss, der Zapfenstreich der Geschichte. Ist ja gut, Josef, dann schauen wir mal, was du in deinem Schaffensgeist so errichtest. Ey, der ein oder andere dacht vielleicht, neben Schachverein machst du krass geilen Theaterscheiß. Aber nee, du hast gute Kostüme und glattgestampftes Klangdesign. Du triffst dich mit 12 Antons und Veronikas und machst absichtlich schlechtes Theater. Oder wie ich, nachdem ich es abgecheckt habe, gern sagt, Belästigungsdrama für jede Nervenzellfaser. Digga, ihr seid absichtlich scheiße. Man sieht euch jede Art von Schamgrenzen sprengen. Eine Parallele zu deinen Battles lässt sich zum Glück gar nicht erkennen. Und damit ihr es nicht müsst, habe ich in die Theatervideos mal reingeklickt und mich dabei eingepisst vor Lachkrämpfen. In dem einen sitzt eine Kampflesbe mit einem nassen Schlüpfer breitbeinig auf einer Stadttreppe. In dem anderen tanzt ein Paar in seidenen Ramschätzen in einem Kreis auf einem Waldplätzchen. Nach 13 Minuten hört man Real Talk ein Kind flüstern. Mom, ich will weg, ist die Scheiße bald mal zu Ende, aber nein. Ist wirklich so? Nein, weitere 17 Minuten muss man sich das Elend noch geben. Ihr habt es geschafft, die Kleine und die Zuschauer und ich, wir sind geschädigt fürs Leben. Und du bist einer von denen. Du hast einen Film namens Die Familie auf deinem Steinschleuder-Kanal. Da spielst du 8 Personen plus ein Fenster plus eine Zitrone. Also das ist eindeutig genial. Beziehungsweise ist das Fenster eigentlich Boris, der entführt wurde. Nee, halt. Dann doch nicht. Der ist nur sauer auf Klaus und lebt deshalb im Wald. Und die Zitrone schläft mit Esmeralda, die eigentlich mit Simon zu... Dicker, was ist bei dir falsch? Ja, du hast Gedanken, auf die kein anderer kommt. Aber auf die wäre ich bei aller Liebe nicht geil drauf. Du bist zwar progressiv, doch damit auch nur die erste Fliege am Scheißhaufen. Oder damit du es auch verstehst, sage ich für Anton philosophisch. Das Leben ist wie ein Theater ohne Publikum. Randvoll mit Idioten. Du pseudo-intellektuelles Arschloch. Versuch doch mal aus dem Simplen Poesie zu machen. Nee, du ziehst dir lieber die Hose aus und erzeugst Metaebenen, die niemand rafft. Oder sagst Sachen wie, ich sehe mich selbst als ein Adler auf der Spitze des Mount Everest. Klingt im ersten Step derbe genial. Aber im zweiten Step merken wir an, Adler können nicht so fliegen, aufgrund von Luftdruckunterschieden sterben die da. Und dann hast du im Ernst noch gesagt, ich bin wie eine Tarantel, ich steche dich. Alter, wie scheiße. Taranteln stechen nicht, die beißen. Ja, der Josef faselt gern. Irgendwelche Wörter kombinieren zu einem Sprachgewerk. Du sagst im Ernst, ein Magnetismus von allen Reden durch kleine Fenster der Seelen, der Federhandschuh der Hater vom Balkon.
Was? Was läuft denn da verkehrt? Aber ich will die Leute nicht nerven, das musst du mir privat erklären. Du schreibst im ersten Satz deines Buchs, mein Vater hat mir vorgelesen, damit ich luch, oder sagst, wenn er wollte, zu Hiding John im Interview, das sind keine Metaebenen, keine Relikte einer spießenschönen Bibelsprache, keine filigrane Dichtkunst, das sind leere Hülsen, denn diese Wörter gibt es gar nicht. Aber wenn vom Inhalt der Sätze nichts bleibt, reißt du dir halt die Fetzen vom Leib, machst den Wurm auf dem Boden oder hast Instrumente dabei und singst ein Ständchen im Kreis. Vielleicht kommst du heute mit Lasershow, aber was du letzten Endes betreibst, ist Effekthascherei, die man niemand peilt, weil sich halt keiner intensiv deinen Dreck einverleibt. Also bleibt, wenn man Leute nach einem Steiny Battle fragt, sag mal, wie sick waren die Runden, nicht zu sagen, außer tja, der hat freigesprochen und schöne Bilder benutzt. Und nun, das war erst meine zweite. Auch eines sei bereits gesagt, noch ein weiterer Part und es wird selbst Steiny klar, dass er mit dem Adler auf dem Mount Everest vielleicht doch etwas gemeinsam hat. Dein Spaß. Yes. Yo, du hast meine ganzen Sachen gelesen und geschaut und ich hab's kapiert, Bruder. Du hast gesagt, du hast dich beim schlechtesten Theaterfestival kaputt gelacht. Dann hast du funktioniert, Bruder. Oder? Gegen DK hast du sein Foto ausgedruckt, um besser gegen ihn zu üben. Hast du das auch bei mir gemacht? Und wenn ja, wie hast du dich dabei gefühlt? Mit deiner steifen Delivery, die an eine Salzsäule erinnert. Du bist ein strammer Norddeutscher, den seinerzeit ein Fahnenmast inspiriert hat. Bro, 2012 warst du auf Malle. Ich hoffe, der Urlaub hat dir Spaß gemacht. Du hattest eine karierte Dreiviertelhose an, Alter. Ich wünschte, ich hätte mir das ausgedacht. Aber nein, ich habe das wirklich gesehen. Typen wie du spawnen auf dem Deichbrandfestival. Und du bist da wirklich gewesen. Wenn meine Recherche hinhaut, warst du Innenverteidiger bei BSG Bremen Ost. Und ich kann mir gut vorstellen, du warst dort. Digga, wenn das wirklich stimmt, sind deine biografischen Details wie von einer Nebenfigur beim Tatort. Du bist ein normaler Typ. Natürlich stört das nicht die Leute. Wenn KIZ beim Festival ein Konzert macht, steht vor der Bühne 20.000 Mal Zeuge. Und tanzt einen steifen Tanz. Ich kann mir gut vorstellen, wie du das machst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du ziemlich steif im Bett bist, aber nicht auf die gute Art. Ich meine, es ist purer Sex, kommt der in Zelda-Cap. Moment, verlangsame es. Ich hab gesagt, puh, wenn er von Sex redet, ist es von diesem Incel-Da-Cap. Yeah, think about it, man. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, natürlich bist du eigentlich kein Incel. Mit Sicherheit hast du eine Freundin seit 4,5 Jahren mit deiner durchschnittsdeutschen Vulva, mit blonden Haaren. mit blonden Haaren und einem Schmetterlingstattoo auf der Schulter. Und wenn ihr in einem Landhaus heiratet, dann muss dein Kindheitsfreund kotzen vom ganzen Picheln und deine Verlobte ist besorgt. Immer das Gleiche mit diesem Michi. Und zwölf Jahre später sehnst du dich nach den wilden Zeiten. Ohne die Gang beim Hurricane Festival ist es einfach nicht das Gleiche. Und dann holst du dir eine Rum-Cola aus der Minibar im Keller, guckst auf das eingerahmte Foto deiner Lisa oder Laura oder Emma und erinnerst dich, nächste Woche ist Klassentreffen, da siehst du die alte Clique wieder. Du erinnerst dich an deine Battle-Rap-Zeiten, die ganzen Fotos, Sprachnachrichten, Lieder. Und dann fährst du nach dem Klassentreffen nach Hause in dein Haus am Stadtrand, in deiner Heimatstadt Bremen und fällst in den Schlaf. Du denkst noch an deine Frau. Sie sieht nicht mehr so aus wie früher, aber du liebst sie wie am ersten Tag. Und wenn du dann am nächsten Tag aufwachst, geht dein Leben ganz normal weiter. Ja? Und wenn du mich fragst, was der Diss daran sein soll, dann sage ich gar nichts. Ich finde, normal sein ist toll. Yes, letzte Runde. Zeuge, let's go. Wer bist du, Josef? Der Unterschied zwischen uns ist in diesem Augenblick schon groß. Du bellst wie ein Hund nach Aufmerksamkeit, Idiot. Ich hab das Herz eines Löwen. Doch leider Hausverbot im Zoo. Und ich kann machen, dass plötzlich 20 Uhr ist. Huch, und es geht, glaube ich, auch schon los. Gong. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Und jetzt wird gefickt, Josef. Aber nicht missionar. Sieh, wie ich dich, Opfer, penetriere. Ich knüpf dich auf und du hängst von der Decke in Diele wie bei Bondage-Fessel spielen. Und glaub mal, ich hab recherchiert. Ich war sogar wie ein bekloppter Playsy spielen. Wegen dir, Potterfresse, hier hab ich Urahnenforschung betrieben bei Hogwarts Legacy.
Ich habe mir sogar einen Account gemacht auf fetteschlampen.de und mir Beiträge von dir angeschaut, die hast du mit 26 gegeben. Also wer bist du, Josef? Du bist ein leicht abgehobener, unter Hypochondrie leidender, katzenphobischer, 1000 Dünnpfiff-Texte auf Plattform postender, native vergötternder Spast mit Ohren ein, Pollenallergie habender Geek, der auf den Titel schielt, aber das wird er nie sagen, oder vielleicht doch. Was er auf jeden Fall nie sagt, ist sorry an die zahlende Crowd, wenn die mit grimmiger Visage schaut, wenn du statt Written Parts mal wieder Freestyles raushaust und dabei noch frech grinst. Aber von der Crowd wird ja mittlerweile tief gestapelt. Aber das ist schon Kunst, immer wieder zu enttäuschen, obwohl die gar nicht mehr so viel erwarten. Du beginnst deine Parts gern mit ey yo, doch du hast da was verdreht, denn du hinterlässt die Crowd nach deinen Parts meistens mit oh je. In einem deiner ersten richtigen Battles gegen Tabletten Timmy, da rappst du. Wenn ich mir mal den Gürtel umlege, ist es der von Diltily Champion. Gegen Fievel sagst du, Mom, ich werde mir den Titel endlich nehmen. Aber die ist schon stolz genug, dich alle paar Monate halbnackt im Internet zu sehen. Josef, was ist passiert? 25 Battles, wo ist der Gürtel? Wo auch nur der Hauch eines Paychecks? Du bist immer noch mit hier, du bist hier nur für den Soundcheck fürs Main Match. Du predigst jahrelang, du hast Oberflächlichkeiten und gibst dich als Schöpfer der Neukunst. Doch stellst dann fest, Generics sind viel geiler, ich hatte eine göttliche Erleuchtung. Dann frontest du Requiem eine Runde mit seinem Aussehen. Und die Moral davon, die kommt schon krass. Du bist heute an dem Punkt, wo die anderen schon damals waren, als du sie dafür gefrontet hast. Baust dir den analytischen Style auf, hast keinen Bock mehr. Und was macht der Anton nun? Und dein Schaffensprozess ruft, bad boss, what you gonna do? Oder was soll sowas wie allgemein? Warte mal, stopp. Glaubst du, sowas sind kostbare Gaben? Du denkst auch, du hättest den Braten gerochen, doch hast nicht mal den Rochen gebraten. Und gegen Vinci sagst du, du kommst ins Battle, um zu fressen. Und nach etwa 60 Matches schaue ich mir deine Leistung und deinen Körper an und denke mir, etwas wird vergessen. Du hast den Hunger verloren. Nur noch Gimmicks. Deine Lyrics sind scheiße. Steinschleuder, der Name passt, bevor mal ein Angriff kommt, zieht sich das eine Weile. Und sag mal, wie war das noch gleich? Man muss so lange beim Gegner suchen, bis man was findet, was man wirklich hasst? Ist richtig, stimmt. Ach und Holu lässt sein Mädel nach einem Fick im Stich und kümmert sich dann nicht ums Kind? Du suchst ja so lange, du findest Sachen, die nicht mal stimmen. Nee, du erfindest Sachen, die nicht mal stimmen. Dein Hass ist ein Konstrukt, der basiert scheinbar nicht auf Fakten. Und gibst bei 90 nichts zu hassen, haust du rein in deine Tasten. Schreibst dem glatt eine Nachricht. 90, lass uns bei dem einen oder anderen Weizenglas zusammen mal einen Kneipenabend machen. Ein bisschen fürs Battle scouten und wer weiß, was da so abfällt. Junge, da läuft's mir kalt den Rücken runter, wie beim Kreidetafel kratzen. Boxer treffen sich doch auch nicht vor dem Fight und bequatschen gemeinsam ihre Schwachstellen. Ich könnte dir einen Jab mit links und du mir dann einen Seitenhieb verpassen. Und wenn ich das Zeichen dafür mache, lass doch mal einen Speichelfaden ab. Ja, das klingt scheinbar einfach affig. Aber genau das ist Steini in paar Fakten. Das ist reinscheißen und dabei noch lachen. Absprachen im Hintergrund treffen, Parts klauen, recyceln und abstrakte Gimmicks, die ablenken von inhaltslosen Parts, bis es jeden den verfickten Magen verdreht. Du liebst Battle Rap nicht. Wir sind nur ein Projekt deiner schlechtesten Theater AG. Was du machst, ist nicht mal Missionar im ARD während der Tagesthemen. Das ist mit runtergelassener Hose dazustehen, kein Hoch zu kriegen und voller Scham zu gehen. Battle Rap schaut hinterher, fragt, findet er mich nicht attraktiv? Womit hab ich das verdient? Battle Rap vergisst diesen Typ. Jetzt kommt ein neuer, macht die Glotze aus. Jetzt wird gefickt bis zur Früh. Giant. Yes, yo, bevor wir zur Jury kommen, nochmal Lärm für beide MCs. Yo. Ich finde es relativ schwierig zu judgen, weil du bist eher so auf Boaten und Highlights gegangen. Du hast halt versucht, Schleudertaktik, Analyse und ne. Und ich fand beides richtig geil. Und bis zur zweiten Runde von beiden fand ich es noch relativ ausgeglichen. Aber in der dritten Runde fand ich dich dann ein bisschen abgeschwächt. Und erst, das war seine beste Runde, so fand ich gut gemacht. Und deshalb gebe ich es 2-1 von 12. Yo, richtig schöner Auftakt, muss ich sagen, hat mir riesig viel Spaß gemacht, wunderschöner Clash of Styles, so du hast ihn genau da versucht anzugreifen, so du bist so normal, du hast gesagt und du bist so besonders, das hat mir richtig gut gefallen irgendwie, ich sehe es tatsächlich genauso wie Gonny, die ersten beiden Runden sehr, sehr ausgeglichen und dann hast du mich in der dritten leider ein bisschen verloren, weil dieses Bild, was du aufgezeigt hast, war ja quasi nur so ein Fantasiebild, in der Zukunft, er mit seinen Kindern und du bist allerdings in der dritten Runde eher auf Dinge eingegangen, die tatsächlich schon passiert sind, die
Treffen für mich eher, weil die quasi in Anführungsstrichen belegbar sind. Deswegen tatsächlich, die letzte Runde hat für mich entschieden, 2-1. Jetzt kommt der typische Satz, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich war die ganze Zeit auch unentschlossen, tatsächlich auch bis zur zweiten Runde. Ich gebe es am Ende tatsächlich an dich, aber eher, weil du mich einfach irgendwie mehr abgeholt hast mit deinem Humor. Du warst richtig gut. Ich finde deine Sache mit, du hast keinen Charakter und so, das stimmt auf jeden Fall nicht. Ich finde, du hast richtig gut nachgelegt jetzt, vor allem im Vergleich zu vorherigen Battles. Ja, 2-1 an dich. Okay, nächster Judge. Ah, ja. Ja, also ich denke, man kann schon sagen, dass es ein richtig guter Einstieg für den heutigen Tag war. Ja, dafür kann man mal leer machen, oder? Ja. Dann kann ich mir noch was überlegen. Also ich finde, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du 3 Runden gerappt hast und performt hast. Wer deine Diskografie kennt, weiß, dass das nicht immer der Fall ist. Da muss ich aber auch sagen, dass deine dritte Runde für mich deine stärkste war. Auch was die Reactions angeht, so die typische Steini-Runde ohne Reactions in der zweiten leider. Du warst sehr oberflächlich, aber sehr witzig. Du bist mehr in die Tiefe gegangen und wenn man, wie gesagt, die Diskografie von beiden kennt, finde ich, dass du besser recherchiert hast und den Gegner besser getroffen hast. Deshalb würde ich es auch nicht nach unten, aber insgesamt an dich geben heute. Yo, ich habe mir Notizen gemacht, weil ich keinen Bock hatte, mir eventuell Sachen nicht zu merken. Ich fand grundsätzlich, dass du sehr, sehr geile Reime hattest. Also da hast du mich komplett abgeholt, was so dein Schreibstil angeht. Das fand ich sehr, sehr geil. Da warst du eher schlichter. Im Wesentlichen geht für mich die erste Runde an dich. Du hast mich komplett überzeugt am Anfang. In der zweiten hast du es dann geholt, da war es 1-1. Ich habe es in der dritten so ein bisschen geguckt. Ich fand, dass du mich weniger verloren hast in der dritten als du. Also du warst dann, es war im Weiteren irgendwie sehr lang, es wurde irgendwie immer zäher und bei dir konnte ich besser folgen, deswegen geht es für mich an dich. So, ein sehr, sehr knappes Battle, 3-2, macht trotzdem wieder wie Leistung von Schnallschleuder. Aber Gewinner zum ersten Mal im Fester Kreuzberg, direkt ein Sieg, Zeuge! Sehr schön. Don't let the label you. Wir sind im Fester Kreuzberg in Berlin bei Mayhem 6 und haben ein Battle gesehen zwischen Josef Steinschleuder und Zeuge. Jetzt gerade vor dem Interview ist ein bisschen über Vorbereitungszeit und so gequatscht worden und Zeuge hat dich gefragt, wann du angefangen hast zu schreiben und du meintest so vor einer Woche. Wie geht es? Nee, es war ein bisschen mehr als eine Woche. Ich hatte halt das Dealer-Battle, aber das ist halt ausgefallen. Dann habe ich so 2 Tage, es war vor 2 Wochen wäre das gewesen, dann habe ich so 2 Tage gechillt, dann habe ich angefangen zu recherchieren, dann habe ich so 2 Tage recherchiert, dann habe ich geschrieben 1 Tag, dann habe ich gelernt. Das heißt 2 Wochen minus 5 Tage, also 9 Tage. Ich habe 9 Tage gelernt. Dann ist natürlich eine ganz andere Sache, ja. hattest du Schiss, dass du choken bist? Ja, schon. Also ich brauche auf jeden Fall eigentlich längere Lernzeiten und ich habe auch wenig gepennt heute Nacht und ich hatte auf jeden Fall Schiss, dass ich schocken werde. Aber habe ich nicht. Ja, umso nicer. Ja, sehr schön. Wir freuen uns alle. Zeuge, wie sieht es bei dir aus? Ich nehme an, du hast ein bisschen früher angefangen zu schreiben. Ja, definitiv. Also 2 Monate vorher oder so. Ja. Und auch schon intensiver, würde ich sagen. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, mir 9 Tage oder so für den Text Zeit zu lassen. Das, nee. Vor allem, ich glaube, du hättest die ganzen Theatervideos wahrscheinlich auch nicht in so kurzer Zeit geschafft. Nee, wie viel sind da drauf? 6 oder so? Und dann die Familie und die Mixtapes sind auch bestimmt 3 Stunden Stuff oder so. Das Ding ist, ich habe dann halt auch so die Mixtapes durchgehört und hast so Zeilen gesucht, die irgendwie dumm sind, weißt du? Damit ich diesen Part ausschmücken kann, von wegen Taranteln stechen nicht, die beißen und was auch immer ich da gesagt habe. Ne? Also da, ich musste schon auf jeden Fall länger recherchieren. Macht dir so eine Art von Recherche Spaß? Also wo du dich wirklich so richtig reinfuchsen musst? Eigentlich gar nicht. Ne? Das ist einfach nur nervig. Liegt es an seinen Tracks oder an der Aufgabe generell? An der Aufgabe generell. Also am liebsten würde ich halt, wie ich es ja auch oft gemacht habe und mir auch vorgeworfen wurde, einfach Generics so ein bisschen oder halt auf Punchlines und
aber geht halt meistens nicht. Ne? Und ich habe mich triggern lassen von seinen stetigen Aussagen immer wieder, es recherchiert ja keiner richtig. Und ich habe mich von diesen, ich habe mich halt so, ich habe angefangen halt Battles zu gucken und er wirft das den Gegnern immer wieder vor, so, wer bin ich? Erzähl mir was und du battlest das Klischee und ich dachte so, ich habe mich da so triggern lassen, ich so, nee, jetzt recherchiere ich richtig, weißt du? Ja, und deswegen hat es echt lange gedauert diesmal. Auch ordentlich Kopffickerei. Ich habe auch bestimmt noch locker ein paar liegen zu Hause, der über ist, so. Ja. Krass. Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass du gründlich gearbeitet hast bei der Recherche und viel Material zusammenbekommen hast, auf jeden Fall. Josef, wie ist es, was für Angles kriegst du am liebsten? Also er hat ja einiges ausgepackt, er hat viel Theaterlines drin gehabt, eben er hat sich die Tracks angehört, die Battles natürlich. Gibt es irgendeinen Themenbereich in deinem Leben, wo du am liebsten Punchlines dazu hörst? Also Themenbereich vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt mir aussuchen würde, was ich am liebsten höre, schon harte, gemeine Sachen, die mich verletzen natürlich, aber halt, ich finde manchmal so, man schaut sich jetzt was von mir an und da hat man halt so eine normale Meinung, so wie, ich ziehe jetzt meine Hose aus, dann die normale Meinung ist jetzt zum Beispiel, die Hose ausziehen ist irgendwie peinlich, du hast was Peinliches gemacht, so, dann denke ich mir, ja, okay, wenn du es halt, also, die es peinlich finden es halt peinlich, die es nicht peinlich finden es halt nicht peinlich, so, aber ich fände gut so Angles, wo mir jemand was sagt und es ist gar nicht so die offensichtliche Meinung, so der erste Gut-Reflex, dass man daran scheiße findet, sondern es ist, er sagt, du hast das und das gemacht, das heißt das und deswegen ist es so. Und denke ich mir so im Battle, ach stimmt, so ist es ja wirklich. Und das ist wirklich auch was Schlechtes. Oh, so. Das wäre so im Idealfall, was ich mir wünsche. Also, ja. Gab es so einen Moment heute? Ich muss nochmal schauen. Aber nee, bei vielen Sachen dachte ich mir, ich dachte wirklich bei vielen Sachen, No Front und so, ich dachte bei vielen Sachen so, wenn man das scheiße findet, dann ist es auch scheiße. So, wenn du dich drüber lustig machst, ich habe 15 Figuren zum Beispiel in dieser Serie, ich spiele alle und was geht bei dir im Kopf vor? Und so, und wenn man denkt, ja stimmt, was geht bei dem im Kopf vor, dann ist es klar. Und wenn man denkt, aber ist doch eigentlich geil, dass er 15 Figuren hat, die jeder selber spielt, dann zieht es halt nicht. Aber sicher, ich muss mir nochmal anschauen, also ich kann mich daran nicht erinnern. Magst du was sagen dazu? Oder kann ich... Nee, Frank. Okay. Was mich interessieren würde, ist, bei ihm weiß man ja immer nicht so genau, was man bekommt. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das, was ihn ausmacht. Hattest du irgendeine Vorstellung davon oder hast du drüber nachgedacht, was er heute gegen dich bringen könnte? Oder bist du so irgendwie unvoreingenommen wie möglich an die Sache rangegangen? Ich habe eigentlich gar nicht abschätzen können, was kommt. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe mir aber schon gedacht, dass er auf diesem Wer bist du, dass er das auch wieder aufgreift, weil DK ist auch schon mit der Profillosigkeit und was auch immer. Und das passt halt einfach zu ihm, weil das hat er oft schon verwendet gegen Leute. Das dachte ich schon, dass was kommt auf jeden Fall. Aber sonst konnte ich es gar nicht greifen. Ich habe mir aber auch schon gedacht, dass er heute nicht so... Mir ist aufgefallen, so ganz verrückten Stuff macht er nicht bei Diltily, sondern eher... Bei Doodle zum Beispiel, gegen Fievel mit deinem... Future. Bei Doodle habe ich noch nie verrückte Sachen gemacht. Ja, aber das ist diesen Aufschlag. Bei Future. Ja, da machst du verrückte Sachen, ja. Aber bei Doodle war auch dieses, ich hole mir den Gürtel, dieser ganze Scheme da quasi, wo du so ausschweifend wurdest. Das war gegen Fievel, das ist bei Future auf Bedrock. Stimmt. Bei Doodle, ich mache die meisten seltsamen Sachen bei Diltily tatsächlich. Ja, bei Doodle ganz selten und bei Future manchmal, am ehesten noch bei Diltily, aber nicht, ja, nee. Ja, hast recht. Krasse Strategie, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ich habe Angst vor dem Chief, dass er mich boxt. Das kann sein. Nee, aber ich konnte es gar nicht abschätzen. Nee. Aber ich habe schon gedacht, er macht jetzt nicht irgendwie nicht sowas wie in dem 2 gegen 2 da. Da war ich mir schon sicher, dass er das nicht macht, aber ja. Ich habe dich einmal auf jeden Fall so, als er so dein Leben beschrieben hat, wie das aussehen könnte und so auch mit recht vielen Bildern, die du ja auch sogar davor angekündigt hattest, dass er, oder du hattest es ja erwähnt, dass er auch immer mit Bildern malt, habe ich dich auf jeden Fall schmunzeln gesehen. Hat dich das unterhalten? Fandest du die Lines witzig? Ja, ich fand... Also ich habe mich im ersten Part, glaube ich, schlapp gelacht, zumindest innerlich. Innerlich, ja. Ich glaube vielleicht auch äußerlich. Ich habe irgendwann gedacht, Junge, jetzt behalt mal deine Defense bei dir so. lass dich da nicht so gehen. Nee, aber ich glaube, war das der dritte Part? Da hast du die Zukunft so ausgemalt, ne? Ja. War das da auch mit blonde Freunde mit Schmetterlingstattoo und so? Ja, also das stimmt so nicht, aber ich habe schon mal ein paar Mal gedacht, so ja, witzig. Könnte schon was dran sein. So ja, ist gar nicht so weit weg, ja klar. Aber ja gut,
ob das jetzt ein Ding, ob das jetzt ein Front ist, ob man das als Front sehen will oder nicht, es ist genauso zurückgegeben quasi. Sah ich jetzt nicht als Front an sich, aber es hat mich unterhalten und ja, ich musste an einigen Stellen schmunzeln, ja. Genau. Ich war noch kurz zu nehmen davor, es war auf jeden Fall kein Front, also ich finde es wirklich sehr, sehr gut recherchiert und es war jetzt wirklich nicht, also ich wollte damit nicht sagen, dass es so alles so wie, wenn man es mag, mag man es, wenn nicht, dann nicht, es war auf jeden Fall, also es war von meiner Seite nicht kritisch gemeint, so, es war auf jeden Fall. Aber quasi und die Engels, die dich am meisten catchen, sind ja, genau, die nicht so vorhersehbar sind. Auf jeden, und ich muss mir das nochmal anschauen und dann kann ich erst sagen, also, aber es war auf jeden Fall habe ich auch gemerkt, dass es richtig gut recherchiert ist, ja. Sogar das Buch gelesen, also ich bin sehr gespannt, ob auf diesen Tippfehler. Das hast du ja aufgeschrieben. Aber ich habe das Buch nicht komplett gelesen. Schade. Es gibt irgendwie so eine 25 Seiten Leseprobe, ja, da habe ich sagen wir mal 80% quer. Da war so eine Story mit Hunden, die immer, also die Pointe. Ja, die Pointe ist immer, der Hund beißt ihn. Da hatte ich auch noch was. Soll ich noch was zu dem Buch sagen? Sehr gern. Du sagst im ersten Satz deines Buchs, mein Vater hat mir vorgelesen, damit ich luch. Ja. Und ich baue das halt so ein, das ist keine Metaebene und so. Ja. Das Lustige ist, ich glaube, in diesem ersten Part ist es tatsächlich eine Metaebene. Also, weil am Ende geht es ja darum, irgendwie, das ging es irgendwie immer darum, dass du mal lachen musst damit. Und die Geschichten waren gar nicht wahr und so. Und eigentlich war es eine Metaebene, glaube ich zumindest, aber ich habe es einfach trotzdem benutzt und behauptet, es wäre keine Metaebene. Ganz ehrlich, das ist ja auch, also das ist ja, ja genau irgendwie auch ein bisschen wie Battle-Rap funktioniert, oder irgendwie Dinge zu nehmen und sie dann. Entschuldigung, auf Seite 20, erstes Wort, ist tatsächlich ein Tippfehler. Das ist kein Tippfehler. Ich bitte um eine Stellungnahme. Ich mache absichtlich, schreibe ich manche Sachen falsch, absichtlich. Und ich muss es allen Leuten, ich muss es meinen Verlegern erklären. Das sind erwachsene Menschen, die mich fragen, Anton, warum? Nee, Respekt an die verlegenen Leute, wirklich großen Respekt. Und die fragen mich, Anton, warum ist es falsch geschrieben? Und ich sage, weil das geil ist, was falsch zu schreiben. Und die sagen, okay, folgt das einer Regel? Dann sage ich, nein, das folgt keiner. Das ist einfach geil, irgendwelche verfickten Fehler zu machen. Ich finde das einfach geil. So, und dann gibt es halt Fehler, ja, die sind da. Und das ist nicht nur die Verleger, viele Leute fragen mich das. Oder ich finde das so komplett absurd, warum man das so fragwürdig findet, einfach ein Wort falsch zu schreiben. Das ist doch geil, einfach ein Luch ist doch geil. Das ist also keine Ahnung, finde ich halt. Ja. Also es ist falsch geschrieben. Absichtlich. Ja. Nice. Letzte Frage an dich. Wir haben gerade schon ein bisschen aufgeschlüsselt bekommen, dass du in manchen Ligen gerne verrückte Sachen machst, in manchen weniger. Du hast heute auch ein Part drin gehabt, wo du im Gegensatz zum letzten Battle irgendwie gefühlt weniger gerappt, sondern mehr erzählt hast. Ja. Trotzdem haben sich die Sachen gereimt. Nach welchen Kriterien entscheidest du dich quasi für einen Style, wenn man es so nennen will? Das ist eigentlich eine gute Frage. Nee, also es ist nicht so, dass ich bei manchen Ligen Quatsch mache und bei manchen nicht. So ist es auf jeden Fall nicht. Also, aber das hat viele Faktoren. Ein großer Faktor ist, welchen Battle Rap ich gerade mag selber. Weil ich schaue sehr viele Battles so auch aus England oder aus russischsprachigen Raum oder aus Deutschland und sowas. Und manchmal finde ich halt irgendjemanden und ich denke mir, geil, das ist ein nicer Style, den will ich mal probieren. Also Biten ist dein Geheimrezept? Ja, nachmachen. Also Styles nachmachen. Und wenn du 100 verschiedene Styles nachmachst, dann, beziehungsweise es kommt ja nie so rüber, wie es wirklich war. Es ist ja immer in meinem Stil dann, weil ich kann es dann nicht gut nachmachen. Aber ja, wenn du 1 Million verschiedene Sachen nachmachst, dann ist es dein Stil einfach. Also, und dann natürlich, was wäre es der Gegner, worauf habe ich Lust, was kam noch lange nicht mehr, was kommt noch. So, also es gibt viele Faktoren. Ja, aber ich kann jetzt nicht alle so ganz genau aufzählen. Aber ich Betriebsgeheimnis wahrscheinlich. Ja, also ich denke mir halt mal, okay, ich weiß nicht, Calcium Kid in UK macht halt absurde One-Liner. Ich probiere mal irgendwann absurde One-Liner. Oder irgendwer macht Schreien und richtig hart Schreien. Okay, ich mache mal Schreien. Oder jetzt Sierczewski und Jakob Wolf zum Beispiel machen jetzt so Reime und schwere Worte selbstbewusst verwenden. Okay, dann mache ich irgendwann mal Schreien, sowas. Und dann versuche ich einfach in meinem Kopf das so zu zack, 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 das und dann entscheide ich das irgendwie. Sehr spannend klingt es. Vielen Dank für den Einblick. So wird es nämlich auch nicht langweilig. Das kann ich auch jedem empfehlen, wenn ihr Battle-Rapper seid, ihr macht 10 Battles, es ist scheiße langweilig, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr immer die gleiche Scheiße macht. Und wenn ihr was anderes macht, dann ist es auch nicht mehr so langweilig. Das war am Ende noch ein Tipp von Josef Steinschleuder. Zeuge, hast du noch was zu sagen? Nee, liebe Grüße an alle. Liebe Grüße an alle war ein super schönes Abschlussstatement. Damit sind wir raus. Don't let the label label you. Zeuge Josef Steinschleuder,
Festsaal Kreuzberg Mayhem 6.